Darkstone Legendary Skin. Red Baron Corki. Kann man nicht mehr kaufen. Finde ich sick. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hextech Opening. Ist schon lange her, dass ich mich gemeldet habe, aber ich wollte mal wieder ein Video rausbringen. Die Season hat ja jetzt gerade erst begonnen, die Season. Und ich bin Gold 3 gerankt worden, war letzte Season Platin 3 mit 6-4, ist okay, nicht besonders toll, aber ist okay. Und ich habe mir gedacht, ich kaufe mir jetzt mal Hextech Legendary Kisten, die sind ja gerade hier im Angebot. Shop, bitte geh auf. Sind ja hier gerade im Angebot. Da kosten 10 Stück plus eine Bonus 2950 RP. Habe ich mir jetzt gerade mal eben gegönnt. Das sind über 20 Euro. Ja, die öffnen wir jetzt. Hoffentlich kriegen wir was Gutes raus. Ich habe keine Ahnung. Und let's go. Erste Kiste. Und Professor Rice. Also Rice ist schon mal ein cooler Skin. Den kann man erstens nicht mehr kaufen und zweitens, ich bin ja auch Rise-Spieler ab und zu. Ich kann ihn zwar nicht so perfekt, aber ich spiele ihn gerne. Und deswegen ist zwar für die Kiste jetzt nicht so toll, aber naja, immerhin ein Rise-Skin. Der ist, wie gesagt, nicht mehr zu kaufen. 975 hat der gekostet, kann man gut arbeiten. Ja, noch 10 Kisten. Wir hatten 11. Und die nächste Kiste. Boah, ein Kog'Maw-Skin. Kog'Maw ist echt so ein Champion, den mag ich gar nicht. Diese komischen Süßigkeiten-Kacke da, den kann man auch nicht mehr kaufen. 520, also das ist so Schrott für die Kiste. Da soll jetzt mal schon mal was richtig Geiles rauskommen. Molten Ramos. Really? Ich will jetzt mal was Cooles rausbekommen, nicht nur so eine Kacke, Alter. Ich bezahle dafür viel Money und die geben mir so eine Scheiße. Ich hätte schon normale Kisten kaufen können. Koro King. Fragment, okay. Dafür brauche ich 3. Ich habe jetzt 1. Gucken, was man bei 3 bekommt. Aber es ist nicht ganz so einfach zu bekommen. Freljord Ash. Ey, bis jetzt ist die Kiste ja nicht so geil, ne? Kriegen da bis jetzt nur Kacke raus, die man auch mit normalen Kisten rausbekommen könnte. GG Riot, GG. Darkstone Legendary Skin. Red Baron Corki. Kann man nicht mehr kaufen. Finde ich sick. Definitiv. Das ist mal ein cooler Skin. Darauf hat man gewartet. Und Gemstone. Nice. Ich habe mir meine anderen alle weggegeben. Hätte ich vielleicht mal behalten sollen. Weiß ich nicht. Weiter geht's. Queen Ash, 2 Ash-Skin schon. Oh, jetzt nicht so The Dream, ne? Nicht wirklich so The Dream. Komm, jetzt kommt was Geiles. Bitte, bitte, bitte. Ich guck mich hin. Was bekommen wir? Sagt's mir. Ich guck mich hin. Jetzt guck ich hin. Tribal Rise, den hab ich doch schon hier. Was soll ich mit diesem Kack? Riot, come on. Ich hab zwar, mag zwar gerne Rise, aber den habe ich leider schon. Ja, so auch immer, den hat irgendwie mein Bruder damals gekauft. Und Blacksmith Poppy. Wow, man kriegt irgendwie nur Champion-Skins, die man nicht mehr kaufen kann. War noch so ein Kack-Poppy-Skin, Alter, was ist denn ein Poppy-Skin? Was für ein Arsch. Oh, wo ist die? Egal. Aber erstmal weiter. So. Rune Wars Renekton. Den sieht man häufiger, auch wenn er nicht mehr zu kaufen ist. Ich bin gar kein Renekton-Spieler, also auch wieder voll für den Arsch. Also bis jetzt sehe ich keinen Grund. Ah, das ist das zweite schon mal. Wir brauchen noch 1. Komm schon, 1 brauchen wir noch in 2 Kisten, dass wir sonst unlucky, wenn wir das nicht bekommen könnten, weil ich diese Kiste wahrscheinlich nicht mehr kaufe. Visiermeiser, ha? Wow. Wow, wir haben bis jetzt einen einzigen Legendary Skin bekommen, der cool ist, der Corki Skin. Und der Rest ist einfach komplett für den Arsch. Komplett. Ich meine, der Rise Skin ist auch cool, ja, aber der ist nicht so besonders. Wow, ich habe in der letzten Kiste hier so einen Scuba Gragas bekommen. Wahnsinn. Und wir kriegen nicht mehr so ein Teil. GG. Ja, jetzt haben wir 2 von den Teilen. Kriegen wir nicht das dritte. Und jetzt können wir hier gucken, was wir damit machen. Wir haben 2, die wir schon reworld haben, wo ich nur die Champions nicht habe. Den hatte ich schon vorher. Ja. Wie viel haben wir?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Erstmal rewollen die, die wir einfach komplett für den Arsch finden. Und das ist definitiv mal dieser Tribal Kacke. Weg mit dem, den finde ich auch übel kacke. Und ist noch für den Arsch. Guck mal, die drei rerollen wir mal, die sind auch extrem billig, bringen auch nicht so viel Essenz. Und Beast Hunter Draven, wow, Draven Player Incoming Kappa, den Champion habe ich natürlich auch nicht, deswegen ist auch wieder Gold hier. Ja, den hätte ich ganz gerne und den hätte ich auch echt gerne. Da ist denn der 1500. Wir müssen jetzt erstmal was Disenchanten finden, weil das auch, die ist auch eigentlich cool. Wenn ich den hier disenchante, der bringt ja fast gar nichts. Der bringt noch was, Wenn ich nicht disenchanten, der bringt ziemlich viel. Wenn ich einen Legendary Skin, den ich nicht wieder kale, disenchante, kann ich mir den hier schon mal bald gönnen. Also machen wir erstmal hier den hier disenchant. Ich will unbedingt den hier haben. 1520. Disenchant. 1520 ist unser Ziel. Das ist ja schon drüber. Fehlt mir dann noch, dann hätten wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Können wir perfekt machen, also disenchanten wir den hier. Zack. Ja, ich disenchante Legendary, mich juckt dieser K-Skin einfach überhaupt nicht. Da ist der Corki. Ich hab diesen Champion nicht, fuck. Deswegen gönne ich mir den mal eben kurz. Corki, 3150, Logo, so, den mache ich jetzt hier permanent, der ist nämlich wirklich geil, dieser Corki-Skin ist wirklich richtig episch, Leute, kann man nicht mehr kaufen, Legendary Red Baron Corki, sick, dieser Skin ist auf jeden Fall sexy, ja, den hätte ich eigentlich auch noch gerne, aber guck, ob wir den kriegen. Reroll, ich weiß nicht, wert 175, 120, 520. Ah, der teurer. Okay. Reroll! Und ich guck nicht hin. Was ist es? Sag es mir. Oh, 100 Orange Essenz. Cool, ich guck nochmal nicht hin. Und. Das hört sich nicht so an. Und Striker Ezreal. Naja. Kann man noch mit leben. Reroll. Den behalte ich. Den will ich unbedingt haben, gerne. Und Hextech Galio. Hextech Galio? Was ist das für ein alter Skin? Wow. Alter, Belly, 520, wir haben ja richtig reingelackt. 675 kostet jetzt zum permanent upgraden. Das mache ich dann nächstes Mal. Aber Disenchant hier mache ich einfach mal. Ich fasse ihn sowieso nicht mehr. Ich habe genug Board Skins. Reicht leider trotzdem nicht. Da bedanke ich mich trotzdem fürs Zugucken und Zuhören. Jo, ich würde empfehlen, die Kiste nicht zu kaufen, die ist nämlich kompletter Bullshit. Wir haben einen richtig coolen Skin rausbekommen, der Corki-Skin. Der gefällt mir wirklich ziemlich dolle, deswegen überlege ich gerade, ob ich ein bisschen mehr Corki spiele mit dieser Skin. Der regt einen schon an, Corki zu spielen, ne? Auf jeden Fall, haut da rein, lasst ein Like da und ciao.